Moin moin liebe Gartenfreunde, heute ein kleines Update über die Anzuchterde. Ich hatte vor kurzem ja eine Anzuchterde selbst gemacht, schaut mal da oben rein. Und da wollte ich euch ein Update geben, wie das gelaufen ist. In dem Video hatte ich ja gezeigt, Komposterde in den Backofen, ne? Und das hat super funktioniert. Ich habe diese Erde, nachdem sie kalt war, verteilt, meine Tomatensaat, Paprikasaat, Chilisaat da reingetan, Physalis auch. Und es ist tatsächlich nur das auch gewachsen. Es sind keine Beikräuter entstanden. Es hat super funktioniert und als die Pflanze groß genug war, pikiert zu werden, habe ich sie dann rausgenommen, habe dann sie in so einen Untertopf reingesetzt und dort dieselbe Komposterde reingesetzt, nur die nicht im Backofen, sondern das war wirklich reine Komposterde, weil bei so vielen Pflanzen war mir das einfach zu viel Arbeit, jedes Mal so einen kleinen Behälter in den Backofen und wieder raus, nächsten, das war mir viel zu viel Arbeit. Für die Vorzucht perfekt, das war super, werde ich nächstes Jahr wieder machen, aber fürs Umtopfen nachher habe ich das nicht gemacht. Es sind zwar jetzt überall immer so kleine Grashalme und kleine grüne Blätter, die hier mal irgendwo wachsen, aber die Kinder, die finden es toll, die fangen dann an und zupfen. Ich habe mir hier so aus dem 3D-Drucker habe ich mir so eine kleine Pinzette gedruckt und dann gehen die immer bei und dann zup, 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 zup. Na, super Kinderprogramm. Brauche ich noch nicht mal machen. Und man sieht ja, ne, was sofort Unkraut ist. Also die Pflanze ist groß genug und dann werden die Beikräuter einfach gezupft. Die Komposterde ist auch ein super Wasserspeicher. Also ich gieße die und das Wasser bleibt auch wirklich super lange in dieser Erde drin. Für mich Anzuchterde top. Werde ich nächstes Jahr wieder machen. Empfehlenswert. Also schaut euch das Video mal an. Für die Gurken und Kürbisse und Zucchini werde ich das genauso umsetzen. Ich muss nur mal gucken, wo ich das denn alles lasse. Ist ein bisschen eng, aber naja, wenn man Platz hat, stellt man den auch irgendwie immer zu, ne? Kennt ihr bestimmt das Problem, oder? Ja, das Update zur Anzuchterde. Also, wie gesagt, top. Werde ich auf jeden Fall wiederholen. Ja, ansonsten gibt es ein kleines Gewinnspiel. Das hatte ich Anfang des Jahres ja schon erzählt, bisschen durchblicken lassen. Und zwar habe ich durch meinen Beruf, kenne ich einen Außendienstmitarbeiter, den Jannik. An dieser Stelle liebe Grüße, Jannik. Der arbeitet für die Firma Wirth. Und der hat mich auch abonniert und guckt sich auch meine Videos an. Und der sagt, hey, das, was du da machst, ist ganz toll. Ich sponsere dich mal, ich gebe dir mal was und das kannst du dann ja mal verlosen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann sage ich, weißt du was, zu Ostern, da mache ich ein Gewinnspiel nur für ihn. Also, mit seinen Sachen von ihm. Und ja, jetzt kriegt ihr das. Und zwar ist das eine Kopflampe. Hui! Richtig cooles Teil, Jannik. Ich brauche noch mehr davon. Diese Kopflampe könnt ihr gewinnen. Wie? Ganz einfach. Im letzten Video hat eins unser Tierchen seine Hinterlassenschaften genau in mein Gemüsebeet gelassen. Was für ein Tier war das? Hashtag Name der Tierart. Ne, Hund, Katze, Maulwurf, Huhn, was auch immer, Pferd. Schreibt das mal da rein und dann seid ihr automatisch im Lostopf. Und ich werde jetzt ist Ostersamstag, am Folgesamstag werde ich das dann auslosen. Und also das Gewinnspiel läuft genau 7 Tage und dann werde ich dem Gewinner bekannt geben. Ausgelost wird diesmal tatsächlich mit dem Random Common Picker. Da werde ich mich mal mit auseinandersetzen, wie das funktioniert.
Und damit auch jeder eine Chance hat. Also, na? Hashtag Tiername, wer mir da ins Beet gibt, hat. Und dann habt ihr die Chance auf so eine coole Kopflampe. Ansonsten, ich habe da noch ein Teil, das mir sehr am Herzen liegt. In den letzten Videos wurde ich immer gefragt, wo kriegst du sowas her? Was ist das? Das ist ein Sprühaufsatz für PET-Flaschen. Der ist leider nicht aus dem 3D-Drucker, aber kann man bestimmt auch machen. Unter diesem Video mache ich mal so einen Link dafür. Und dieses Ding ist echt praktisch. Irgendeine PET-Flasche, muss jetzt nicht unbedingt Cola sein, aber irgendeine PET-Flasche. Und das funktioniert richtig cool. Auch die Kinder können damit super dosieren. Empfehlenswert, also kostet nicht viel. Da das Set, das sind irgendwie 5-6 Teile und die halten ewig. Also ich habe dieses Teil schon mehrere Jahre. Empfehlenswert. Noch ein kleiner Tipp von mir, den ich dieses Jahr auch herausgefunden habe. Ich habe nicht Wassermangelproblem, sondern Wasserüberschussproblem, denn meine Kinder wollen permanent immer alles gießen und gießen und gießen und gießen und somit ist die Erde stetig nass. Deswegen habe ich mir solche Schüsseln besorgt, beziehungsweise durch eine Freundin bekommen, die arbeitet in einer Eisdiele, ein Upcycling-Teil halt eben, und da setze ich meine Pflänzchen rein. Jetzt in diesem Teil sind jetzt 3 Stück. Ich kann gießen, die Kinder können gießen und der Überschuss landet innen drin. Und wenn ich sehe, oh, das schwimmt, 3 Pflanzen raus, Wasser auskippen, fertig. Und die Pflanze ertrinkt nicht. Wenn du jetzt so Milchtüten hast oder irgendwas anderes, ne, Untertöpfe, Übertopf, man sieht nicht immer gleich, wie viel Wasser da drin ist. Hier kann ich sofort sehen, wie viel Wasser da drin ist und kann sofort reagieren. Also so ein Eisbehälter ist das ja, ein Eisbehälter für Eis ist ein kleiner Geheimtipp. Habe ich dieses Jahr das erste Mal so in der Dimension. Echt cool, kann man sich auch den ganzen Sommer über sammeln, ne? Ordentlich Eis futtern. Dann kann man solche Tüten auch sammeln. Ja, das war's. Ein kleines Oster-Special. Ein paar kleine Tipps und Tricks, Erfahrungsaustausch und etwas zu gewinnen. Wie gesagt, schreibt den Hashtag mit dem Tier hin. Und wir sehen uns nächsten Samstag. Wenn euch dieses kurze, saftige Video gefallen hat, Daumen hoch! Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, dann werdet ihr auch erinnert, ob ihr gewonnen habt. Und wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis denn, schöne Ostern. Ciao. Cooles Teil.